Willkommen zu einer weiteren Folge Storage Hunter. Und auch in Storage Hunter, ihr seht, hat Halloween Einzug gehalten. Finde ich ganz gut gemacht. Man kommt ja eben nicht drum rum. Gut, wo man auch nicht drum rum kommt, ist neue Sachen zu kaufen. Was uns aber nichts mehr anzubieten. Den Kollegen hier, meinen Angestellten, da habe ich jetzt wieder automatische Auflistung durch Mitarbeiter eingestellt. Das heißt, die Sachen, die ich da in den Dings reinpacke, ins Lager, wird er automatisch einstellen. Und ihr habt auch geschrieben, der haut schon ganz schön drauf. Also da brauche ich sich eigentlich gar nicht drum kümmern. Da machst du schon ganz schön Gewinn, wenn jemand kauft. Und das sieht man jetzt auch hier, diese Raketenfigur. Der Markt ist 27 und er macht da 41 draus. Oder der Silberarmreif für 181, da macht er 199 drauf. Also da muss ich nichts machen. Was hat er hier? 117 und da 176. Also schon, kann man sich gar nicht beschweren. Dann würde ich sagen, oh, das ist aber auch hübsch hier. Naja, hübsch gruselig. Aber haben sie was einfallen lassen. So, ich würde sagen, wir kaufen ein bisschen was ein. Geld haben wir, 1,8. Wobei, Moment mal, ich kann da erstmal Geld abholen. Holen wir doch mal die Kohle ab, dass wir das Maximale haben. Wo war das nochmal da? Naja, 67, okay. Aber immerhin, knapp über 1,9. Und dann wollen wir doch mal schauen. Wo fahren wir denn mal hin? Auktionen. Dann nehmen wir Village People. Ah, das wird knapp. Nehmen wir die hier. Die schaffe ich noch. Die andere schaffe ich ja nicht mehr. Bis ich da bin, ist ja schon 3. Fahren wir erstmal zu den Village People. Bisschen was ersteigern. Immer ein bisschen warm werden mit der Materie, ne? Ja, und dann wollen wir erstmal ein bisschen Kohle verdienen. Den Level aufsteigen lassen. Und dann mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, was man alles noch machen kann. Wahrscheinlich den Laden erweitern. Ob das schon geht. Ah. Wahrscheinlich wirst du auf dem anderen Stadtteil auch noch ein Auktionshaus kaufen können. Müsste ich mal gucken. So, zeig mal her. Was hast du denn? Ja, und genau. Und hier drin sind es nämlich auch Halloween-Artikel. Die Kiste ist, glaube ich, die ist dann zum Verkaufen. Die da hinten auf jeden Fall nicht. Cool, das ist eine ganze Figur, sehe ich gerade. Alter, was ist das? Ist das ein Hüpfball hier? So ein Gymnastikball? Ja, doll ist nicht, ne? Also viel, außer in den Kisten sind dolle Sachen. Wir wollen mal schauen. Pack mal an, Leute. Legt mal vor. Ja, ey, geht gleich los. Ich halte mich erstmal raus. Ich werde erstmal ein bisschen abwarten. Mhm. Macht ihr erstmal. Ich will es ja nicht künstlich hochtreiben. Okay, 134. Nee, nur ist aber auch gut. Ah, keine 200 bitte. Das ist nicht so viel wert, das Ding, glaube ich. Und ich glaube, dann, wenn wir den Auktionator sehen, dann wissen wir, die sind damit durch und werden erstmal nicht mehr steigern. Ich habe es zumindest noch nicht anders erlebt. So, jetzt sehen wir die. Jetzt halte ich nochmal gegen. Und in der Regel bietet dann auch keiner mehr drüber. Ja, 224 ist okay. Jawohl, ich finde das immer geil, wie das inszeniert wird. So, meine Lieben, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn da? Ein Halloween-Kürbis, den wollen wir mal überprüfen. Den können wir sogar... 102 ist der Wert? Okay. Ja, das ist sofort verkauft. Das Fass könnte was wert sein. Naja, 10. Okay, wir lassen es. Repariert. 24, okay. Das ist sofort verkauft, klar. Das nicht. Na gut, die Sachen, ne? Klar, wir verkaufen sie aber. Der gute alte Radiator. 111, naja. Ein Wanderer. Ein Gehwagen. 50. Der Gymnastikball, na, das, da kann sich viel erwarten. Aber wenn wir den aufgemotzt haben, sieht er doch eigentlich auch wieder ganz gut aus. So, den Wert, ach, schade, kannst du verkaufen. Wahrscheinlich kann ich die Sachen aber auch reinstellen, oder? Ne, ich kann die gar nicht bewegen, ne? Oh, der sieht fertig aus. Aber, so schon viel besser. So, öffnen machen wir gleich, oder versuchen zumindest gleich. Halloween-Deko. Was ist denn das? Kann ich gar nicht erkennen. Okay, ist egal. Vielleicht, wenn wir es heil gemacht haben. Sieht aus. Hä? Irgendwas mit dem Kürbis. So, und hier liegt noch was Kleines, eine Halskette. Ja, moin. So, können wir das Ding öffnen? Natürlich nicht. Siehst du, die sind sofort verkauft. Schade, ich hatte auch den Tipp bekommen, ich könnte auch die ganzen Kleinkram in die Kiste packen. Ja, das stimmt eigentlich. Das könnte man machen. Dann hast du nicht so viel Dödelkram. Und muss dann halt nur eine Kiste reinpacken. In dem Fall jetzt leider ja. Weil die verschlossen ist. Ja, ich verkaufe die Kürbisse. Oder stell die als Deko aus. Ich muss mal gucken, ob im Laden irgendwas ist. Wenn da schon dekoriert ist. Ich hatte jetzt gar nicht geguckt. Dann kann ich mir das schenken. Dann nehmen wir erstmal den Kleinkram. Über die Kante heben. Über die Kante, Captain. Ja, 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 so geht's. Mit dem Ball, das wird bestimmt gleich sehr lustig. Ja, komm, einfach rein. Meine Halskette.
Neider. Ich glaube, das ist richtig gut. Ja, das packen wir schön hier rauf. Ja. Und dann würde ich, glaube ich, erstmal die Kiste nehmen. Die hier rein. Muss ich aufpassen, dass ich den Ball nicht rausschubst. Ja, das geht gut. Und ich glaube, das müsste noch ganz gut oben rauf passen. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen legen, das Ding. Ja, ja, so vielleicht. Ja, wenn er sich das verkeilt, wäre gut. Ja, perfekt. Alles raus. Sieht so aus. Na, dann wollen wir los. Wollen wir den ganzen Kletterer das schon mal verhökern. Damit der gute Mann wieder was zum Einstellen hat. Wir müssen ja verkaufen. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Also wenn wir das alles verkauft haben, ist das schon ein ganz nettes Geld. So, dann müsste ich mal gucken, dass ich vielleicht eine Spezialisierung auswähle. Ja, letztes Mal habe ich das hier falsch gemacht. Da habe ich irgendwas anderes gewählt. Und dann sind die ganzen Sachen runtergefallen vom Wagen. Was habe ich denn ausgewählt? Ein Store vom Truck. Ja, jetzt sind alle Sachen drin. So. Und alles vom Truck runter, genau. Und dann wird er jetzt anfangen, die Sachen hier reinzubringen. Ja, genau. Guck mal, da hat er nämlich schon einen Kürbis drin. Oder beide Kürbisse. Da ist er wirklich sehr flott. 153. 102 bringt das Ding. Nur 97 macht er 146 draus. Das olle Fass hier. Für 24, für 36. Wer es mag. So, ich hole wieder Nachschub, Junge. Ich hol wieder Nachschub. Wir bräuchten mal größere Sachen. Wir bräuchten mal größere Sachen. Warte mal, was kostet mich denn die Spezialisierung? Ich glaube immer 1000, ne? Ich glaube, da ist keine wirklich günstiger. Aha, 50% Erfolgschance beim Handeln. Dein Mitarbeiter wird automatisch ein Pfandhaus öffnen und Gegenstände in deiner Abwesenheit. Achso, das steht da unten. Ne, steht da unten nicht als Text immer generell. Ah, hier mehr Lagerfläche. Und plus 20 Kapazität. Achso, das ist, glaube ich. Warum kann ich das nicht auswählen? Kann ich doch. Das war jetzt die Lagerkapazität, oder war das jetzt die Kapazität? Verkaufsfläche. Alles Verkaufsfläche und das ist die Lagerkapazität. Ja gut, das hätte ich noch nicht machen brauchen. Das kostet 1000. Und hier könnte ich eine Spezialisierung wählen. Aber machen wir doch. Hey, da habe ich ja gar kein Geld mehr. Nee, nee, nee. Aber warte mal. Ich hole mal die Kohle ab. Sehr schön. Ja doch, komm. Dann machen wir eine Spezialisierung. Dann machen wir das hier. Sehr schön. 800 habe ich noch. Da kann ich noch locker zwei Garagen hier leer kaufen. Auf jeden Fall. Da wollte ich gar nicht hin. So, dann lass mal eine Auktion suchen. Wollen wir mal zu What's in the Box. Das ist bis 7 p.m. Ordentlich. Los geht's. Warte mal, ich brauche da mal das Navi. Ich brauche da mal das Navi. Wo ist denn das jetzt eigentlich hier? Ist Jack in the Box hier oder ist das... Ja toll, jetzt habe ich die Zeit ver... Es wäre schön, wenn er mir das anzeigen. Ja, wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall schon mal die Richtung. Ja, und du fährst falsch, Captain. Und tanken muss ich auch. Verdammt. Das wird jetzt wirklich spät. Ja, alles beiseite. Der Captain kommt. Machen wir mal Scheinwerfer an. Bis um 7 wird knapp. Und dann habe ich das Problem mit dem Tanken. Das war wieder richtig gut organisiert. Komm, einmal hier Abkürzung. So, Auto bleibt stabil. Ja, ich glaube, ich habe die richtige Richtung gewählt. Aber ich denke mal, mit dem Sprit, das geht sich aus. Doch, doch. Wir fahren da jetzt straight hin. Schaffen das hoffentlich noch. Und ich hoffe dann nicht, dass... Was passiert eigentlich, wenn mein Benzin alle ist? Was machen wir dann? Habe ich Benzinkanister? Kann ich da was holen? Aber so schnell geht's gar nicht alle. Ich habe ein sehr sparsames Auto. So, komm, mach hin. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Viertelstündchen, nicht mal ganz. Wobei, ich glaube, die Gebühr ist noch nicht runter, ne? Ist die Frage, zahle ich die erst, wenn ich teilnehme? Zahle ich die auch, wenn ich es nicht schaffe? Im Moment sieht es danach aus, als wenn ich es nicht schaffe. Zur rechten Zeit. Hallo, Leute. Wartet noch ein bisschen. Oh, ne. Mist. Okay, 7:01 Uhr. Ich bin gleich da. Oh Mann, stehen die da? Stehen die da? Ah, ich glaube, es ist vorbei, ne? Es ist vorbei. Bye. Ah, ne, hab's verkackt. Aber, ich glaube, die Gebühr wurde nicht abgezogen. Ich hatte doch nur 800, oder? Sag mir, dass es nicht abgezogen wurde. So, haben wir noch irgendwie eine Auktion? Nee. Ja, toll, dann bin ich umsonst hingefahren. Zum Tanken. Hier ist günstiger. Ich red's mir mal ein.
Oh Mann. Ja, da fahren wir jetzt nach Hause. Herrlich, herrlich, herrlich. So, wo ist die Tankstelle? Ja, fahren wir richtig. Sehr gut. Was denn nun? Ja, denk daran, das Fahrzeug. Ja, ich weiß. Wird dein Fahrzeug erheblich langsamer. Okay, wenn er ausgeht, wird er nur langsamer. Aber wahrscheinlich quälend langsam. So, dann wollen wir mal ein bisschen tanken, ne? Ja, genau so mache ich das auch immer. Schön direkt ran an die Zapfsäule. Perfekt. Ja, komm mal voll das Ding. So. Ne, dann fahren wir jetzt nach Hause. Das war eigentlich ganz nett hier. Eine kleine Rundreise. Ich frage mich ja noch immer. Ja gut, so viel Geld habe ich jetzt nicht. Ob man. Was kommt da aus dem Wasser? Ob man nicht. Ach, wahrscheinlich wegen Halloween, ne? Ob man nicht auch sagen kann, okay, ich mache Auktion, 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 Auktion. Lass die ganzen Sachen einfach in den ganzen Boxen drinne und mach danach eine Runde und sammel alles ein. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass dann die Dinger irgendwann gelöscht werden. Also spätestens am nächsten Tag garantiert. Man müsste es dann an dem Abend alles einsammeln. Und das mit dem Fahrzeug, hier liegen ja bei Kürbisse rum, sag mal. Das ist ja richtig spooky. Dann fahren wir mal nach Hause. Wenn ich das finde. Wer legt denn hier bei Kürbisse hin? Wer macht denn sowas? Ah, das gibt's auch nur hier. So, ich glaube, dann müsste ich hier einmal drehen. Das war genauso geplant. Und dann muss ich da vorne links. Dann komme ich nach Hause. Und auch mein Haus kann ich dekorieren. Wie? Weiß ich noch nicht. Vielleicht auch die Sachen. Oh, guck mal, hier ist schon alles dekoriert. Hier in unserem Trailerpark hier. Ja. Weil ich hatte irgendwie gelesen, man kann sein Haus dekorieren, aber das wurde ja schon für mich gemacht. Hier drin? Nicht. Na gut, ich kann mal so einen Kürbis hier einfach reinlegen, wahrscheinlich. Ist sowieso voll das schöne Zuhause hier. Herrlich. Schön die. Oh Gott, die Müllsäcke in der Ecke. Mach ich morgen. Mach ich morgen. So, wie sieht's aus? Ausgaben, ja klar. Hohe Ausgaben. Warum habe ich so hohe Ausgaben? Achso, ich habe ja bisher meinen Laden aufgepimpt. Ja, aber der Nachbar trotzdem noch. Egal, ob Halloween ist. Der ist am Pumpen. Der trinkt seinen Kaffee oder was auch immer. Und wir fahren zuerst mal in unseren Laden und holen uns mal Kohle ab. Und dann werden wir Auktion machen. Vielleicht probiere ich das mal. Zwei Auktionen. Du kriegst eh nicht alles eingesammelt. Das ist ja das Elend. Wobei, wenn ich eine Kiste dabei habe, den ganzen Kleinkram. Aber wir probieren das mal. Das probieren wir mal aus. Wir machen das mal. Wir versuchen mal Village People alles zu ersteigern, was geht. Sofern das Sinn macht. So, einmal die Kohle abholen. Moin, ich hoffe, du hast was verkauft. Ja, oh krass, alles leer. 840, du bist der Beste. Und damit können wir doch arbeiten. Ah, das falsche Taste. So, Auktion. Bam, fangen wir gleich an. Und danach machen wir gleich die nächste. Alles hier, Village People. Bam, 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 bam. Einladen. Dann zum Laden fahren, verkaufen. Und das machen wir mal so einen Tag. So, kann losgehen. Bin da. Ja, mach auf das Ding. Oh, und der Teppich, der steht ein bisschen. Der ist ein bisschen. Was ist das denn da hinten? Ah, ist egal. Wir ersteigern alles. Wir ersteigern alles. So, Leute, leg mal los. Ich steig dann später mit ein. Hey, aber hallo doch nicht gleich mit 152. Was ist bei euch los? Okay. Oh, da haben die aber Interesse dran. Sind wir schon bei über 200 gleich? Ja, yeah, ja, genau. Jetzt sind wir bei über 200. Ah, verdammt. So, jetzt aber gut. Okay. 272. Also, ich habe das jetzt noch nie erlebt, dass irgendeiner mich überboten hat dann. Oh! Jetzt zum ersten Mal. Ey, da oben liegt eine Spinne auf dem Dach. Sehe ich jetzt erst. Oh, gehst du mit, Junge? Gehst du mit? Nein! Ach, verdammt.
Das ist jetzt ein Ding zwischen mir und ihm. Oder ihm und mir. Der Esel nennt sich mal zuerst. Puh, 3,52. Ist nicht ganz billig. Okay, nächste Auktion. Ja. Schaffen wir. Wo ist das? Hier, gleich die nächste. Weiter geht's. Moin. Oh, den kenne ich noch nicht. Oh, eine Menge Schrott. Aber gut, wir steigern ja alles, haben wir gesagt. Okay, weiter geht's. Ah, 108, okay. Ich steig mal gleich mit ein. Hör mal auf mit der Pfeife, Mann. Okay. Ich hätte es auch ganz gerne. Okay. Hallo, könnt ihr mal aufhören? Ja, ich wollte gerade. Komm, wir machen mal gleich 30 drauf. Bam. Verdammt, da machen die mit. Venga. Ja, aber hallo, jetzt sind wir doch schon bei 300. Das ist ein bisschen viel. Das will ich doch gar nicht ausgeben. Das fällt mir jetzt auf, dass der Cursor einen Totenkopf hat als Form. Oh, nee. Leute, da sag ich, da drin ist nichts wert. So, jetzt 358. Jetzt aber auch gut. Jawohl, hat er so gleich mal abbrechen, das Ganze. Auktion, nochmal Village People. Das ist auch die letzte dann hier. Aber da haben wir erstmal eine ganze Menge einsammeln. So, wo seid ihr? Da drüben. Sehr schön. So, die beiden Boxen stehen noch offen. Sehr schön. Ja, moin. Kann losgehen. Was haben wir denn Schönes? Hoffentlich mal was Tolles. Ah, wir sind ja bald diesmal sauber. Und eine Kiste. Kiste ist immer gut. Und ein zermatschen Kürbis. Das ist bestimmt richtig was wert. Nämlich gar nichts. Okay, los geht's. Okay. Yep. Jupp, geh gleich mal mit. Wie, come on? Hallo? Mann, ich wollte weniger als 100 zahlen. Ich glaube, das wird nichts. Vamos, vamos. Ich auch, gleich hinterher. Ach, Leute. Was ist eigentlich das Maximale, was man... So, hier. 50, bam. Tja, da haben die nichts mehr zu sagen. Ja, wunderbar, natürlich, der Captain. So, okay. Nee, du kannst die Sofortkaufsachen auch nicht hochheben. Kannst du nur sofort verkaufen. Nehmen wir erstmal den ganzen Sofortverkaufkram weg. Das, die Pfanne nicht. Was ist das? Ui! Ein Halloween-Gespenst. Eine Schneeröhre. Okay. Eine Schneeröhre? Das ist irgendwie so ein... Ja, können wir das mal drehen? Schneeröhre. Okay, so, na, so ein Gummiding. So, da bin ich mal gespannt jetzt. Na gut, 83. 199. Das ist schon ganz gut. So, raus mit dem Ding. Hoffentlich kann ich die Truhe öffnen. Da fällt mir ein, ich habe die Truhe einfach so reingepackt. Die habe ich nicht geöffnet. Oh nein. Ja, die kann ich natürlich aufmachen, ne? Oh nein. Und ich habe ja gar nicht geguckt, was drin ist. Und die wird er jetzt so verkauft haben. Oh mein Gott. Es ist nicht so gut, einfach den Kram da reinzupacken, wenn man sich das nicht merken kann. So, komm, pack mal rein, Kram. Jo, das ist geil. Das ist so ein Ding. Zack. Schönes Zeichenset. Für einen Zehner. Für einen Zehner geht das weg. So, hier, Gummistiefel. Für 4 Dollar. Naja, gereinigt sind sie dann 10 wert. Schön, das Bällchen. Oh, das ist gar nicht schlecht. 44. Und da macht mein Kollege da, der macht ja nochmal richtig einen draußen. Vielleicht nimmt er die Sachen auch raus. Das wäre natürlich zu hoffen. So, schließen. Dann nehmen wir die Kiste. Wir nehmen die mal einfach mit rüber. Wenn ich dann hier rauskomme. Hallo. So, dann fangen wir hier weiter an reinzupacken. Zack. Öffnen. So, ein wunderschöner Teppich. Der muss auch was wert sein. Ja, muss. Aber, Alter, steht das Ding. Steht wieder eins. Paff. Liegt sie auch wunderbar. So, das kann Sofortkauf, Sofortverkauf. Eine schöne alte gammelige Tastatur. 49. Also da würde ich mir ehrlich gesagt eine neue verkaufen für 50 Euro. Na gut. Haushaltsreiniger. Da kann man. Da kann man locker 8 Dollar nehmen für einen Haushaltsreiniger. Kriegst nicht günstig am Supermarkt. So, was haben wir da? Sofortverkauf. Sofortverkauf. Ja, den könnt ihr natürlich irgendwo hinstellen.
Aber gut. Was ist das denn hier eigentlich? Halloween-Spielzeug-Grabstein. Okay. So, die Kiste können wir auch aufmachen. Als Buch. So, achso, das kann ja gleich hier rein. Ja, dann muss ich die Kisten eigentlich runternehmen, bevor ich sage, hier, jo, lager das mal ein. Und ich kann sie aufmachen, okay. Holzkrug. Oh, yes. 300. 375. Jo. Das ist nicht schlecht. So ein altes... Ach, war ich noch gar gescannt, das Ding. Das bringt richtig Kohle. Und er macht da ja richtig einen von. So, also hier drüben muss ich auch nochmal alles rauspacken. Ach so, den habe ich noch gar nicht gescannt. Oh ja, 118. Ist doch ganz gut. So, alles raus, jo. Da drüben alles raus, ich glaube ja. Ja. Nehmen wir doch mal, warte mal. Hallo, das soll da rein. Nicht daneben, da rein. Das ist gar nicht schlecht. Zack. So, dann gehen wir mit der Kiste mal weiter. Da passt noch ein bisschen was rein. Hallo? Ja, der alte Topf natürlich. Dem machen wir zu Geld. Oh, der ist schon im perfekten Zustand. Sehr schön. Sehr schön. Ich muss ihn nur noch da reinkriegen jetzt. Das ist nicht so leicht. So, jetzt haben wir es. Okay, ja, die Dinger sind leider nur Sofortverkauf. Ah, hier ist viel Sofortverkauf. Eine Uhr, die sieht aber nicht mehr so wirklich gut aus. Was ist das denn? Chinesische Dekoration. Gut, was auch immer. So, die Tasche. Konnte man die öffnen? Nee. Ja, außerdem, warum Deko? Ich will verkaufen. Ich will doch Geld verdienen hier. Ich will doch nichts dekorieren. Was ist das für ein Zeug? Spielzeugraumschiff. 51? Krass, da macht er dann irgendwie 70 draus oder so. So, die Uhr. Die steht da wirklich wieder eins. 34. Jetzt nicht mehr. Oh, gut, kann man machen. Ist einfach sperriger Kram, ne? Aber die Plätze müssen wir auch belegen. Da ist ja noch eine Kiste. Wird ja mal besser. Jo, kriegen wir es noch rein hier? Kriegen wir es da noch zu? Ja. Naja gut, gucken wir schon raus, aber ist okay. Ich darf gleich nicht vergessen, die drei Kisten erstmal rauszunehmen. Und dann die Inhalte einzeln rein, beziehungsweise das, was noch gescannt werden muss, noch scannen. Oder identifizieren lassen. Okay, da ist Zimmermanns Werkzeug. Das bewegt sich. Oh, ein Silberarmreif. Sehr schön. Perfekt. Noch einmal drin, nö. Ja, ist doch gut. Aber ich glaube, die anderen Sachen können wir da noch rein. Pass mal auf, das geht da noch rein. Jo. Die Uhr vielleicht. Ja, die Tasche. Mit viel Glück. Wenn sie ein bisschen dreht vielleicht. Ja, so. Oha. Naja, sie ist drin. So, da haben wir alles. Ich hoffe, ich habe mein Fahrzeug jetzt hier nicht festgefahren. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir das irgendwie alles gemanagt kriegen hier. So, fangen wir doch erstmal mit den Koffern rein. Die können wir schön vernünftig reinpacken. Wenn man es denn macht. Ja, das war eben schon gut. Das hättest du so lassen können, Mensch. So. So, den da rein. Ein bisschen drehen. Anders drehen. Anders. Die andere Richtung, Junge. Man kann es vernünftig rein. Habe ich gesagt. Man kann. Man muss nicht. Man muss nicht. Okay. Ja, das sieht sehr gut aus. So, was kriegen wir noch auf? Warte mal, das Bettgestell. Jetzt so schön quer drüber. Das ist doch perfekt. Ja, ich glaube, ich fahre das. Die Kiste ist wieder runtergefallen. So, der Kürbis kann da noch rein. Und dann muss ich den Kram auch mal wegbringen. Da müssen wir nochmal wiederkommen. Und hier das Halloween-Spielzeug-Ding. Da werden sich die Kinder aber freuen. Oder auch nicht, weil ich es fallen lasse. Okay, bringen wir es einmal weg. Der wird die Kiste ja bestimmt als einen Gegenstand betrachten. Also das Spiel wird bestimmt nicht erkennen, oh, da sind Sachen drin, ne? Und die kann ich einzeln anbieten. Der verkauft die Kiste dann als Ganzes, denke ich mal, ne? Wir können ja mal gucken.
Ja, die ist auch weg. Schade, schade, schade. So, das rein. Das muss ich jetzt, ich muss das jetzt alles ein bisschen einzeln machen. Ja, schmeiß die Kisten weg. So, drehen wir rum das Ding. Und öffnen. So, alles neu. Kann das schön anbieten. Ja. Ist identifiziert. Zack. Ich freue mich schon auf das epische Ding da. Das wird richtig gut. So, haben wir noch was drin? Nö. Das Ding hat keinen Boden, ist aber egal. Hallo? Jetzt können wir es nicht aufheben. So, jetzt. Jetzt geht's. Ja, ist noch ein bisschen buggy alles, ne? Aber gut. Kann man ja alles beheben. Wo ist denn hier oben? Das, da ist oben, okay. So, nein, damit der hat bestimmt schon einige Sachen. Der hat schon alles drin. Der hat das schon alles. Fleißiger Typ. Kannst du gar nicht anders sagen. Der macht seinen Job. Hey, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ob er das. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Wenn ich die Sachen jetzt. Oh, warte mal, das Ding haben wir noch. War so identifiziert? Ja, Holzkrug. Habe ich den. Nee, habe ich nicht. Siehste? Siehste? Ja, das Ding. 3,75. Mehr wird es nicht wert, Captain. Ist es. Sei froh, dass das kriegst. Schön. Guck mal, bam, bam. Ist er dabei, die Sachen reinzustellen? Ja, jetzt ist der Laden wahrscheinlich voll. Richtig gut. Oh, mal Kohle ab. Da müsst ihr ein bisschen was drin. Nee, achso. Ja, okay. Ich glaube, der Laden war ziemlich leer. Okay. Dann holen wir mal den. Naja, ob das der Rest wird, weiß ich noch nicht. Ob wir das alles mitkriegen, ist jetzt schwierig. Und da muss ich mal gucken, wie teuer der LKW ist. Ich möchte den LKW haben. Also, weil dann kannst du ja auch rüber auf die andere Insel alles reinballern. Oder ich kaufe da. Ja, das müsste man mal sehen, ob man das Auktionshaus da auch kaufen kann. Aber ich sollte ja eigentlich meine erste Spezialisierung fürs Haus. Das könnte ich gleich mal machen. Das könnten wir doch gleich mal haben. Naja, gleich, also vielleicht morgen. Weil das Geld habe ich jetzt ja nicht. So, da hätte ich auch noch Zeug und, das ist so viel. Junge, du musst verkaufen. Wir brauchen Platz im Lager. Oder ich muss Lager erweitern, aber dafür kein Geld mehr. So, da oben rauf packen wir den Teppich. Der liegt ja wie eine 1. Eigentlich kann ich auch den nach Hause fliegen. Na, komm. Erstmal wegbringen. Ja, guck mal, da bist du auch eigentlich einen ganzen Tag beschäftigt, ne? Drei Auktionen gemacht. Und bist den ganzen Kladderadatsch auf uns rüber. Gut, sicherlich, man hätte ein bisschen mehr reingekriegt. Hätte man es optimaler gemacht, aber habe ich ja nicht. So. Gut, ich habe wieder eine Kiste dabei. Die darf ich natürlich nicht mit reinschmeißen. Ah ja, jetzt wird verkauft. Ja, jetzt wird verkauft. Ich habe gerade Ruhm erhalten. So, hier, mein Freund. Den Schrank kannst du gleich mal. Ja, der geht, glaube ich, der müsste eigentlich gleich direkt in den Verkauf gehen, weil so viele große Sachen. Ja, noch steht er hier. Vielleicht ist er auch gerade im Verkaufsgespräch. Das könnte natürlich auch sein. Zack. So, da müssen wir einmal aufmachen. Macht das so. So. Zack. Ist natürlich alles ein bisschen umständlich, ne? Also ich weiß halt nicht, aber wir können ja mal eine Sache drin lassen. Irgendwie hier so ein Dings. Das packen wir mal rein und schauen mal, ob er das einzeln auflistet gleich mit der Kiste. Oder ob er einfach die Kiste will. Dann kannst du es wirklich so komplett reinhauen. Oh yes, das ist gut. Das bringt Kohle. Schöner Kerzenhalter. Schöne Sachen, schöne Sachen. Kannst du gar nicht anders sagen. Tolle Sachen. Ist für jeden was dabei, für jeden Geschmack. So, dann hauen wir das nochmal rein. Und entweder packt er jetzt nur die Kiste rein oder wir werden gleich. Wo ist die Kiste? Die ist schon gar nicht mehr da. Was ist da denn? Gymnastikball? Fragezeichen. Habe ich den nicht gescannt? Tatsächlich. So, bleib hier, Mann. Okay. Aber die Kiste ist schon weg. Mal gucken, ob die im Laden steht. Ob ich die da. Ich nehme sie mal zurück ins Firma. Nee, das ist sie nicht. Das ist irgendwie eine andere. Keine Ahnung, was er daraus macht. Also ich habe es jetzt nicht gesehen. Aber es kommen jetzt mehr Leute. Wahrscheinlich, weil ich auch mehr zu bieten habe jetzt hier, ne?
I don't know, was er damit macht. Oder ist doch hier drinne? Ach, da, da, da. Ja, doch. Okay, also du kannst das ruhig komplett reinpacken. Wenn ich das richtig sehe. Ihr könnt es ja gerne mal bestätigen, ob ihr das auch so beobachtet habt, aber die Flasche war jetzt einzeln drin, eine Kiste stand da. Das muss ja eigentlich die Kiste gewesen sein, wo die Flasche drin war. Also der räumt das schon ordentlich aus. Der guckt da schon einmal rein. Das ist natürlich gut. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was aufzunehmen und dann haben wir es auch gleich. Aber ist der Tag auch schon wieder rum. Komm, dreh da mal rum hier, das Ding. Ja, so ist perfekt. Das Ding haben wir schon komplett leer. Die Spinne würde ich gerne verkaufen. Wenn das geht, würde ich die Spinne gerne verkaufen. So, ja, genau so machen wir das. Das klappt gut. Nee, das passt nämlich gar nicht. Ach Mann, ich will einen großen Truck haben. So, können wir das so? Können wir das so nicht lassen? Nee, können wir nicht. Mag er nicht, will er nicht. Alter. Ja, so ist gut. So ist gut. Ah. Mist. Ich wollte aber einsteigen, weil dann bleibt es ja kleben. Da krieg ich doch nichts drauf. Komm, fahr das weg. Fahr es einfach weg, Captain. Fahren wir nochmal. Was soll der Geiz? Ist ja nicht weit weg. Und dann bin ich gleich mal gespannt, was wir alles verdient haben. Und ob auch schon ein paar von den teuren Sachen verkauft wurden. Da gab es ja doch so ein paar Sachen, die waren schon gar nicht so unlukrativ. Vor allem dieser Dingsreif. Dieser, war das ein Armreif? Halskette? Ich weiß nicht mehr. Aber für über 300, das ballert schon rein. Es wäre mal interessant gewesen, was er daraus macht. Vielleicht ist das Ding auch noch nicht verkauft. Mal gucken. Sehen wir gleich. Okay, unser spooky Gespenst. Das wollen sie garantiert alle haben. Ja, Level 4 bräuchte ich dafür. Da muss ich mal gucken. Kostet ja auch ein Tausender, ne? Na, pack auf, der Junge. Die Werkzeuge. Oh, was? 25.000? War das so teuer? Das war doch bei dem letzten Update nicht so teuer, oder? 25.000? Das ist, ja, schon ganz ordentlich. Also erstmal verbessern wir es nicht. Perfekt, alles drin. Dann wollen wir mal gucken, ob er die Kette da drin hat oder den Armreif oder... Ist vielleicht, ah, da ist das Ding. Ah, da ist das Teil noch. 375. Und er macht da mal 563. Bin ich mal gespannt, ob wir das Ding verkaufen. So, 1083 hole ich ab. Das heißt, wir können Spezialisierung wählen. Was nehmen wir denn da? Ist, glaube ich, ziemlich egal. Was ist denn der Armreif? Ah gut, das zählt jetzt ja nicht mehr. Mode und Schönheit. Nehmen wir doch Mode und Schönheit. Da ist es. Quest abgeschlossen. Werde ein Lagerjäger. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade die Tutorial-Mission abgeschlossen und deine ersten Schritte auf den Weg zu einem echten Lagerjäger gemacht. Von nun an musst du dein Imperium weiter erweitern, Reichtum erwerben und deinen Ruhm selbstständig ausbauen. Okay, vorgeschlagene Aktivitäten. Besuche Black Elks Stadt. Okay. Investiere in dein Geschäft und nehme an einer blinden Auktion teil. Ja, das kann auch ganz böse in die Augen gehen, glaube ich. Weil es ja eine blinde Auktion. Ja gut, dann wird die Preise jetzt natürlich nicht höher. Warte mal, kann ich das jetzt noch einmal zurück? So. Richtig gut. Das geht. Warte mal. Sehr gut. Das lohnt sich auf jeden Fall einmal zu machen. Aber ich glaube, aus der Kategorie habe ich jetzt hier nichts mehr. Perfekt. Und schon kriegen wir mehr. Also, ob wir sie kriegen, ist ja die Frage. Aber ist das auch Stinks und Schönheit? Nee, ne? Das kann ich auch gar nicht ansehen hier. Perfekt. Ja, 23, okay. Gut, 696 haben wir. Damit müssen wir jetzt erstmal, ja, auskommen. Ein, zwei Auktionen machen wir damit. Ja, wachsendes Imperium. Erreiche Ruhm Level 50. Das dauert eine ganze Weile. Im Blueberry. Ja, in jeder Dings sollen wir das erreichen. Guten Tag. Kaufen Sie bitte mal das Teil für 638. Nee, leider nicht. Na gut, dann halt nicht. Geht auf jeden Fall noch weg, das Ding. Und dann haben wir wieder Geld und dann bauen wir das weiter aus. Und dann bin ich mal gespannt. Also da muss man noch sehr viel verkaufen für. Krass, sogar hinten haben sie da diese komischen Tentakel reingemacht. Wegen Halloween. Da oben das Gespenst. Sehr schön.
Ja, soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Mal gucken, ob ich noch ein paar Folgen weitermache. Es ist ja immer wiederholend halt, ne? Ob sich das lohnt, das noch zu zeigen. Den Ausbau müssen wir mal sehen. Kommt auch drauf an, wie das Interesse ist. Wenn ihr da Bock drauf habt, zeige ich da gerne mehr. Und das zeigt ihr mir besser, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ja, schön die Videos schaut. Und ein Abo da lasst, wenn noch nicht geschehen. Kostet euch nichts, unterstützt ihr mich mit. Wäre prima. Und dann würde ich mich freuen, euch entweder in dieser Folge vom Storage Hunter zu begrüßen oder in einem meiner anderen Videos. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao. Ja, kauft das. Kauft das. Jawohl.